Also, die Frage ist, wie viele Möglichkeiten gibt es beim Lotto 3 aus 7? Wer hat da eine Lösung? Also laut Amtsdeutsch, wenn Sie 3 aus 7 ziehen, wäre das 7 über 3. Also das wäre jetzt Amtsdeutsch. Wenn ich das Ganze sage, würde ich sagen, ich habe 7 Kugeln. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Kugeln, von denen markiere ich 3 als gezogen, also zum Beispiel das hier, und dann sind automatisch 4 nicht gezogen. Und dann berechne ich die Anzahl der möglichen Ziehungen als Gesamtzahl, das sind 7 Fakultät, geteilt durch die Einzelstärke der Gruppen. Die eine Gruppe hat Stärke 3, das sind nämlich 3 Kugeln gezogen, und die andere hat Stärke 4, das sind nämlich 4 Kugeln nicht gezogen. Und so komme ich auf 7 Fakultät durch 3 Fakultät mal 4 Fakultät. Welcher Ziehung würde denn dieses Tupel hier entsprechen? Welcher Ziehung würde das Tupel entsprechen? Ohne zurücklegen. Richtig, es ist ein Ziehen ohne Zurücklegen, ohne berücksichtigende Anordnung, aber das entspricht einer ganz bestimmten Ziehung des Lottos 3 aus 7. Also da können Sie sagen, welche Zahlen da gezogen wurden. Welche wurden da gezogen? 1, 5 und 7. So ist es. Also das entspricht der Ziehung 1, 5, 7, was wir hier haben. Ja? Und völlig richtig auch, es war ein Ziehen ohne Zurücklegen, ohne berücksichtigende Anordnung. Und wie gesagt, ich mache das dann mit diesem Tupel. Und allgemein beim Ziehen 6 aus 49 markieren Sie 6 Kugeln als gezogen. Also hier stehen dann Gs drin, das soll ein G sein, keine 6. Und dann 43 als nicht gezogen. Und so erhalten Sie dann 49 Fakultät durch 6 Fakultät, die gezogenen, mal 43 Fakultät, die nicht gezogenen. Und das hier ergibt dann genau 49 über 6 oder etwa 14 Millionen. Ja, das heißt, die Chance, einen Sechser im Lotto zu gewinnen, liegt bei etwa 1 zu 14 Millionen. Gut, das war die eine Aufgabe. So viel soll es zum Thema Lotto gewesen sein. Wie gesagt, wie Sie das dann lösen, ist gar kein Ding. Müssen Sie halt mit sich selber ausmachen, ob Sie es über den Binomialkoeffizienten oder über das Tupel machen, das ist egal. So, dann kommt die nächste Aufgabe, die fragt, auf wie viele Weisen kann man das Wort Abracadabra anordnen? Wie löst man das Problem? Als erstes müssen wir die Buchstaben ordnen. Sehr gut, genau das sollten Sie machen. Das heißt, Sie sehen, wir haben hier insgesamt 5 A's. Dann schreiben Sie das so hin und dann markieren Sie, dass Sie die A's weggenommen haben. Dann machen wir das gleiche mit den B's. Da haben wir nur 2. Dann D haben wir wieder 1. Das ist das D. Und das, nur aufpassen, dass ich das R hier nicht vergesse. Dann haben wir ein K, aber es gibt wieder nur ein K und R's haben wir 1, 2, 2 R's. Jetzt habe ich die Buchstaben geordnet. So, und auf wie viele Weisen kann ich es dann anordnen, das Ganze? Fakultät geteilt durch 5 Fakultät mal 2 Fakultät mal 1 Fakultät mal 1 Fakultät mal 2 Fakultät. Jawohl, und das auf die Art und Weise machen Sie das. Das heißt, Sie nehmen etwas her, was völlig vermischt ist, sortieren das und kriegen dann sofort die Anzahl der Permutationen raus. So, jetzt mache ich eine Aufgabe mit Ihnen, die so ein bisschen bezugstechnisch ein Problem darstellt, nämlich auf wie viele Weisen kann man 12 Bücher unter 3 Personen so aufteilen, dass jeder 4 Bücher bekommt. Wie löst man so ein Problem? Man könnte es wie ein R schreiben, dass man 4 mal A, 4 mal B und 4 mal C abschreibt, Ja, sozusagen. völlig richtig. Also das, was Sie da machen, ich beschreibe das nochmal. Sie nehmen hier so ein 12-Tupel. Und was entspricht denn eines von diesen Fächern?
Also das entspricht dem Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4. Und das heißt, die Bücher, die werden plötzlich wichtig und die Personen werden, also ich verteile eigentlich, die Aufgabe sagt, verteile die Bücher auf die Personen. Wir machen es umgedreht, deswegen sage ich, es ist eine Bezugsänderung drin. Wir verteilen die Personen auf die Bücher. Ja, das heißt, die Bücher, die bekommen eine Person zugewiesen. Und so wie Sie es richtig gesagt haben, das hier wäre eine mögliche Aufteilung. Also Person A erhält die Bücher 1 bis 4, Person B erhält die Bücher 5 bis 8 und Person C erhält die Bücher 9 bis 12. So, das wäre eine Möglichkeit. Und auf wie viele Weisen lassen sich jetzt 12 Bücher auf 3 Personen so aufteilen, dass jeder 4 Bücher bekommt? Das wären 12 Fakultät durch 4 Fakultät mal 4 Fakultät mal 4 Fakultät. Sehr gut. Und bei dieser Aufgabe, man kann das mit Binomialkoeffizienten rechnen, das geht irgendwie, bestimmt. Ich habe es aber nicht verstanden, wie das geht. Also das heißt, bei dieser Aufgabe ist die Permutationsformel eindeutig der gesamten Binomialkoeffizientengeschichte gegenüber überlegen. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?